Ja, ich kam hier rein in die Halle und war ein bisschen verwundert. Es wirkte sehr kahl, als ich reinkam, so eine große weiße Wand. Und ich habe erstmal das Handballfeld hier gesucht, bis ich dann erkannt habe, es ist ja doch vorhanden. Es stehen zwei Tore hier und hier kann Handball gespielt werden. Ja, in der Halle dahinter ist heute momentan ein Spiel von den Hockeyspielern. Aha. Die ist da drüben aufgebaut, auf der dritten Halle, die von hier aus ist. Das heißt, das ist also hier ein riesiger Komplex dann. Ja, ja. Olympiastützpunkt, richtig? Ja, ja, das ist eine große Halle, ja, die auch vom Handballverband Berlin hier auch frequentiert wird. Mhm. Übrigens ist die Hallenleiterin hier, die Vergabe und hier zuständig ist für die Sporthalle, ist Heidi Lange, die jahrelang Nationalspielerin, ich glaube 50 Länderspiele, ja, bei den Frauen in der Nationalmannschaft, deutschen Nationalmannschaft hatte. Mhm. Sie hätte vielleicht noch ein paar Länderspiele mehr machen können für die EM, die in Schweden war, wo die deutschen Frauen nicht so erfolgreich waren. Nee, das ist schon länger vorbei. Ach so. Das ist schon etwas länger vorbei. Schade, aber war ein Hoffnungsfunke eben, war nur ein Hoffnungsschimmer. Antje Thormann. Nee, die ist übrigens gerade 60 geworden. Gut, aber mit 60 kann man auch noch. Ja, aber nicht mehr hier. Aber nicht mehr auf dem großen Niveau, das ist dann ja immer schwierig. Da ist dann ein bisschen Spaß muss ja sein. Ist schon etwas schneller geworden. Ja. Ja, Antje Thormann, wie gesagt, zum 19:12. Schwerin kann den Abstand halten. Die Anfangseuphorie der zweiten Halbzeit ist bei den Blau-Schwarzen verflogen. Jetzt ist 19:12. Das Tor da war davor kein Tor. Das war übertreten. Ach so, okay. Ja, Kalle Plötz, du hast recht. 19:12, jetzt erst. Ich danke dir für diese Korrektur. Ja, beim Abgreifen des Balls mit dem Fuß auf der Linie gestanden. Nee, Rückspiel zum Fuß, zum Torsteher. Aha, okay. Kann man immer bewerten, wie man möchte. Ich sehe gerade, beide Schiedsrichter kommunizieren gerade nochmal miteinander. Der eine zuckt mit der Schulter, der andere winkt mit der Hände. Das heißt auch da leichte Unstimmigkeit. Zweimal Latte, aber Steffi, du benutzt die dritte Möglichkeit und vergrößert den Abstand auf 20:12 für Schwerin. Und Anna Pöschel wiederholt mit ihrer nächsten Parade, aber ein etwas zu langen Konterpass. Das rechne ich hier mal als technischen Fehler an. Also wunderschöne Spielzüge sind hier zu sehen, aber nicht von Erfolg gekrönt. Jetzt mal kurz Luft holen. Unheimlich hohes Tempo, auch schon in den ersten 30 Minuten. Oh, der ging in die Wolken. Super aufgepasst. Jetzt kommt der Konterpass von Anna Pöschel an. Und er wird eiskalt ausgenutzt durch Mari Kinscher. Die erhöht zum 21:12. Tabellendritter. Momentan sieht es nicht so aus, dass wir hier den Tabellendritten sehen, den Tabellenzweiten. Sieht mir ein bisschen pomadig aus auf der Seite von Berlin. Und woran liegt das heute? Ja, ich weiß nicht. Tor und 2 Minuten Strafe für Joda Weng. Nee, 7 Meter Entscheidung, okay. Korrigiert. Das ist von Joda die zweite 2 Minuten Strafe. Jetzt am Punkt Susanne Rutschow gegen Anna Pöschel. Susanne Rutschow bleibt sicher und verkürzt zum 21:13. Ja, Platz 3. Mit der Leistung heute wohl noch nicht wirklich das Maß aller Dinge. Nicht unbedingt, wobei man natürlich sagen muss, wir sind
auch zwischenzeitlich schlecht besetzt. Der Rückraum ist, da sind ein paar Ausfälle. Und man muss also auch sagen, dass die... Naja. Da kommt die nächste 2-Minuten-Strafe. Ja, im Grunde genommen reicht es also sowieso nicht zum Aufstieg, würde es sowieso nicht zum Aufstieg reichen. Ja, einmal finanziell und einmal sportlich. Ja. Die Mannschaft will auch gar nicht so viel trainieren, so wie es aussieht. Wenn man in der Klasse spielt, so sollte man doch schon mindestens dreimal konstant trainieren. Aber einige, wie zum Beispiel jetzt die Schützin, die Ritschow, die ist Ärztin, die hat natürlich kaum Zeit zum Trainieren. Ja. Trainiert, glaube ich, bloß einmal oder so. Also Torsteher fehlt auch. Die Torsteherin ist zu Spandau gegangen. Dass da also doch so eine negative Seiten da sind. Ja. Na gut, ich habe es auch auf der Tabelle gesehen, Platz 3, habe gedacht, hier gibt es ein schönes Spitzenduell. Und momentan, wie gesagt, wie du ja sagst, fehlt der Rückraum. Schwerin nutzt das natürlich hier eiskalt aus. Naja, und dann kommt noch dazu, dass uns natürlich auch das Geld fehlt. Ne? Ja, okay. Und überhaupt eine höherklassige Liga durchzuspielen. Ja, die muss man doch finanziell ganz anders angehen. Da müsste man noch neue Spieler dazu haben und die Bereitschaft der Mannschaft müsste da sein. Aber für die Klasse reicht es allemal. Wie man ja sieht, Platz 2 noch. Aber grundsätzlich reicht also das Potenzial nicht aus, um höherklassig zu spielen. Ja. Ja, Denise Brandes verkürzt zum 14-21. Schwerin immer noch 4-6. Ja, das muss natürlich nicht sein. Das ist eine Unsportlichkeit. Jetzt reagieren auch die Schiedsrichter auf die lautstarken Anweisungen des Trainers hier auf Berliner Seite. Und bekommt dafür die gelbe Karte. Schwerin hat wieder mit einer Spielerin aufgefüllt. Zurück auf dem Feld Joda Wenk. Nichts passiert. Alles regelkonform. Schön Konter gelaufen von der Nummer 6. Und vollendet Nadine Pagels. Zum 21-15. Und Schwerin jetzt wieder komplett. Kurzgezogene Deckung auf Wendy Künzel. Vielleicht ist das ein Mittel, um den Schweriner Angriff ein wenig zu stoppen. Naja, man müsste in der Deckung etwas konstanter stehen. Und die freien Chancen oder die Chancen, die man hat, auch nutzen. Ich nehme an, ich hoffe, dass es jetzt reingeht. Da wieder nicht. Starke Parade natürlich von Anna Pöschel. Kalle Plötz hat es schon fast geahnt. Aber auch Joda Wenk hat kein Glück. Es ist unheimlich hektisch geworden jetzt. Sollten sich die Gemüter wieder beruhigen. Auch die Zuschauer weisen darauf hin, ihr seid vollzählig. Sehr schön abgeschlossen von der Nummer 5. Das ist Deike Herin. Verkürzt weiter zum 21-16. Naja. Sind nur noch 5. Es sind nur noch 5. Kalle Plötz sagt es gerade. Wir waren schon mal zeitlich bei fast 7-8 Toren. Und Tini Schröder scheitert weiterhin an Ina Stuwe. Und weiter geht die Aufholjagd hier. Naja, Nien Pagels verkürzt weiter zum 21-17. Zufriedenheit auf Berliner Seite momentan und Zufriedenheit auf Schweriner Seite. Der Kampfgeist jetzt bei den Berlinerinnen geweckt.
Ja, möglicherweise. Sind ja noch 19 Minuten. Ja, wir haben gut also. Zeit, das stimmt. Und der nächste Ballverlust. Schön erarbeitet. Berlin bleibt trotzdem im Ballbesitz. Naja. Und weiter geht's. Ilka Wiesner verkürzt auf 21 zu 18. Jetzt muss das Team-Timeout kommen und es kommt auch von Andreas Bartlau. Verschossen, zwei schnelle Gegenstöße, wo sie frei durch waren, zweimal verschossen, werden sie schon aus. Ja, und zwei vom Kreis auch noch frei. Ja. Das sind sechs. Also die Chancen? Ja, die Chancen. Aus der zweiten Reihe können sie das Spiel nicht machen. Nee. Die müssen einfach mit schnellen Gegenstößen arbeiten. Ja, und dann müssen sie halt ihre freien Chancen nutzen. Ja, und eine Abwehr weiterhin zubeißen. Ne? Ja, das ist richtig. Und die Torschere natürlich. Hinten ja. Ist jetzt auch stärker geworden. Ja. Hat jetzt auch ein paar gute gehalten. Ja, sie hat mittlerweile auch 7-8 Paraden hier. Von links außen kaum bezwingbar von Tini Schröder. Die ja ansonsten sehr, sehr sicher wirft eigentlich auf der Linksaußenposition auf Schweriner Seite, aber heute noch kein Glück richtig hatte. Tini Schröder ist deutlich besser, zieht nicht nach außen, sondern mit einer einfachen Körpertäuschung zieht sie nach innen und verwandelt um 22 zu 18 und seit langer Zeit auch wieder ein Tor für Schwerin. Los jetzt, reißt euch mal zusammen da hinten! Und Frau Dr. Susanne Rutschow macht den nächsten Anschlusstreffer zum 22 zu 19. Gerade gehört, dass die Berlinerinnen nur selten gemeinsam trainieren können und auch in der Masse trainieren können, da viele berufstätig sind. Da sieht man natürlich auch, dass die Mädels mit viel Spaß und mit viel Freude an der Sache bei sind.